Hier haben wir von Montana den Gimbal TK2. Das ist ein Hilfsmittel für Videografen, Naturfotografen, Sportfotografen und so weiter, der eigentlich nichts anderes tut, als dass er halt eben die Kamera in verschiedene Achsen bringt, die man halt eben normalerweise mit einem normalen Kugelkopf einfach so nicht machen kann. Das ist auch sehr interessant, zum Beispiel in der Naturfotografie. Da kann man halt eben auch dann die richtig dicken, fetten Tüten drauf machen und in alle Richtungen verstellen. Ich werde einmal jetzt ganz kurz hier den Gimbal mal kurz eben so erklären, so von nah an. Also gibt es eigentlich nicht wahnsinnig viel zu erzählen. Das ist zum einen halt eben einmal die Einheit mit diesem Kopf, der hier in diesem Panoramakopf-ähnlichen Element verbunden ist. Ist alles kugelgelagert und das erlaubt also hier, wenn man die Schraube gelöst hat und arretiert hat, beziehungsweise nicht arretiert hat, einfach die Bewegung hier in der Horizontalen einfach rum, einmal 360 Grad logischerweise, und hier oben mit dem Winkel haben wir hier oben eine Schraube, die wir lösen können, und dann können wir halt eben über diese Achse, das ist dann die Achse, in der sich dann auch hier die Kamera befindet, und können die auch 360 Grad hier einmal rundherum schwenken. Das Schöne ist, dass wir hier an den Seitenelementen einfach noch Markierungen haben, um halt eben auch gradgenau richtig die Kamera einstellen zu können. Ich persönlich beachte das überhaupt nicht und benutze das Teil halt eben auch einfach zum Videografieren zum Beispiel auch. Wenn ich zum Beispiel filme, dann kann ich mit diesem Gimbal halt eben ganz geschmeidig einfach die horizontalen Bewegungen, zum Beispiel jetzt bei Autorennen kann man das zum Beispiel halt eben auch machen, oder auch wenn man halt eben Menschen abfilmt, die sich bewegen, und man kann natürlich auch zum Beispiel in der Naturfotografie mit dem Element auch sehr schön dann in Verbindung mit dem unteren Element einfach auch hier kugelgelagert dann zum Beispiel die Kamera einfach nach oben bringen, um zum Beispiel halt eben auch so einen Vogel, der da irgendwie weit weg ist, dann einfach so im Abflug oder im Flug dann einfach zu bewegen. In Kombination ist das natürlich halt eben unschlagbar. Da kann man eigentlich so jede Situation dann mit meistern. Ich werde auch gleich noch mal ganz kurz hier mit einer Kamera, mit einem Zoom-Objektiv, mit einem kleinen Zoom-Objektiv das auch noch mal erklären. Hier oben ist ganz normal eine Einheit, die also die Schnellwechselplatte dann einfach aufnimmt, wo die Kamera drauf ist, ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Also nicht die Kamera, sondern die Schnellwechselplatte, und die wird natürlich dann hier mit dieser Schraube dann einfach arretiert. Das war es eigentlich schon. Unten haben wir dann hier noch eine 3/8 Zoll Schraube, um Gewinde, um halt eben dann den Gimbal auch ganz normal hier anbringen zu können. An dieser Stelle mal ganz kurz hier eben, was wir normalerweise ja nicht so machen, eine Art Cross-Verlinkung. Wir haben hier von Eckler so ein Bodenstativ. Das ist für Naturfotografen ganz interessant. In Verbindung mit diesem Gimbal, wenn Sie also wirklich jetzt dann da auf der Pirsch sind, hätte ich beinahe gesagt, und da halt eben auch Naturfotografie betreiben, können Sie dieses Stativ einfach dann mit dem Gimbal verbinden, auf den Boden aufsetzen, sich davor hinlegen. Sie wissen das ja auch, gerade in Naturfotografie geht ja nicht immer alles dann vom Stativ auch aus, und können dann ganz bequem die Kamera in eine feste Position bringen. Und da macht das auch wieder mit den Markierungen Sinn. Können natürlich dann halt eben auch sagen, ich brauche jetzt diesen Winkel, ne, für den berühmten Fuchsbau, den ich fotografieren möchte, und drehe dann hier einfach die Schraube fest, habe dann die Achse jetzt arretiert mit dem Objektiv und der Kamera oben drauf, und das Ganze, wenn es geht, halt eben noch hier in diesem Winkel, und schraubt das dann natürlich so fest. Das geht natürlich auch beim Stativ, aber wie gesagt, hier von Eckler, dieses Produkt, was ich also hier unter dem Video auch noch verlinken werde, das ist hier mit in Verbindung mit diesem Gimbal also eine ziemlich großartige Sache. Habe das selbst auch schon ausprobiert, bin also richtig begeistert davon. Es macht richtig großen Spaß. Ich werde jetzt einfach mal hier eine Kamera anbringen, damit Sie auch sehen können, wie dann hier die Kamera am Gimbal selbst in Aktion aussieht. Dafür machen wir erstmal wieder besser alles fest. So, jetzt nehmen wir mal die Kamera hier mit dem kleinen Zoom-Objektiv. Ich habe also hier an der Stativstelle auch schon das Objektiv bzw. die Schnellwechselplatte angebracht. Muss ich das mal eben hier reinsetzen. So, oh, da muss man aber auch ganz schön was in den Armen haben hier, ne? So, einfach einsetzen. Und jetzt natürlich Tipp von mir, das habe ich schon vorher ausprobiert, einfach die obere Achse dann lösen, dass es hier so ein bisschen frei schwingt. Und jetzt hier einfach so ein bisschen austarieren. Also sprich, wenn ich es ganz nach vorne mache und sie das neigt sich, dann gehe ich natürlich hin und tariere das so aus, dass es dann so einigermaßen im Lot ist. Bedeutet, wenn ich alles gelöst habe, also die Achse hier gelöst habe, die Vertikalachse, dass die Kamera jetzt nicht nach vorne oder nach hinten kippt. So, das müsste der Mittelpunkt sein. Ist ja jetzt auch nur hier fürs Video mal kurz als Demonstration. Und wenn ich jetzt dann oben hier noch die Stativschelle löse, also das Objektiv selber, auch in der Schelle selbst, habe ich ja auch noch diese Drehung. Und jetzt lösen wir mal hier alle Schrauben und alle Achsen, damit Sie auch sehen können, was man dann hier in Aktion machen kann. Am besten mal über die Hauptkamera, hier also auch ganz normal einfach schwenken
und das Ganze auch wieder runter, natürlich dann zur Seite und in sich natürlich auch mit der gelösten Stativstelle kann man die Kamera dann noch drehen. Das ist also eine ganz feine Sache. Es knarzt und die ganz findigen Leute unter Ihnen wissen natürlich auch schon, das ist ja gar nicht echt. Nee, das ist ein Dummy, ne? Also wir müssen ja hier auch so viele Sachen ausprobieren. Deswegen knackt ja auch so ein bisschen, allerdings vom Gewicht genauso schwer wie das Original. Das ist doch ganz wichtig dann für die Demonstration. Also wie gesagt, wenn Sie mal auf der Fotokina sind irgendwo und uns dann sehen an irgendwelchen Messeständen und da stehen solche Sachen rum, die können Sie mitnehmen, ne? Sollen Sie natürlich nicht machen, aber Sie haben nicht viel davon. Wie gesagt, ist nicht echt. So, das also dazu. Wie man sieht, ist halt eben hier der Vorteil auch, dass ich jetzt hier einfach ganz normal über die Gewichtsverteilung, die ja hier über diese Achsen verteilt ist, also das ganze Kameraobjektivgewicht, und kann das hier also ganz bequem mit dem Daumen einfach mal so eben zu Demonstrationszwecken hier ganz normal bewegen. Und wenn ich es loslasse, je nachdem wie stark ich die Friktion hier oben eingestellt habe, bleibt das auch erstmal so in der Position und ich kann es halt eben auch ganz normal, ganz bequem dann wieder zurückführen. Das ist der große Vorteil übrigens gegenüber einem Kugelkopf, mit dem ja auch viel Naturfotografen unterwegs sind und die machen das halt eben dann so, dass sie die Schraube losmachen, aber sie haben halt eben das Problem, wenn sie da mit der Friktion nicht aufpassen, dann knallt ihnen die Kamera einfach nach vorne oder nach hinten und zur Seite. Und so komfortabel, wie Sie das halt eben hier haben, kriegen Sie es im Kugelkopf einfach nicht hin, muss man auch mal ganz klar sagen. Der Gimbal hat hier an der Seite noch dann einen Überzug, so einen Kunststoffüberzug, den halte ich mal hier in die Kamera hier vorne. Wie man sehen kann, da ja natürlich auch hier der Gimbal ganz normal angefasst werden kann. Normalerweise ist das die Position praktisch der Handgriff, um hier dann einfach die Kamera mit dem Gimbal dann so zu bewegen. Hat den Vorteil, gerade im Winter, ne, Naturfotografen, die richten sich ja auch nicht immer nach der Jahreszeit, wie im Prinzip eigentlich alle Fotografen auch nicht. Das ist im Winter natürlich auch noch ganz angenehm, dass man hier nicht auf das kalte Metall fassen muss. Und man hat natürlich auch noch ein bisschen besseren Grip mit diesem moosgummiartigen Überzug. Das war es eigentlich schon. Mal ganz kurz hier demonstriert. Noch einmal hier für die große Kamera von der Seite. Ich kann also hier schwenken. Ich kann ganz normal die Kamera drehen. Ich kann beides machen. Für mich ist es halt eben auch sehr reizvoll, weil ich hier diese ganz normalen, geschmeidigen, flüssigen Bewegungen so hinbekomme. Beim Videografieren zum Beispiel halt eben auch, wenn ich dann Camcorder drauf mache, wie ich das halt eben mit einem Kugelkopf oder ähnlichem halt eben einfach gar nicht machen kann. So, das also hier von Montana, der Gimbal TK2, hier bei uns im Shop, ohne Objektiv und ohne Kamera.